Auch in Österreich zeigt sich eine Tendenz dahingehend, dass Menschen immer älter werden und ein Bedarf in der Pflege deswegen groß ist. Und diese Tendenz wird ja auch in Zukunft so weitergehen. Das bedeutet, die Einstiegsmöglichkeiten in der Pflegeassistenz stehen nach wie vor sehr günstig. Das bedeutet allerdings nicht, dass einfach jede Bewerberin und jeder Bewerber aufgenommen wird und die Ausbildung beginnen kann. Stattdessen wird ein Aufnahmeverfahren an den Pflegeassistenzschulen Österreichs durchgeführt. Und genau um diesen Aufnahmetest wird es in diesem Video gehen. Du wirst jetzt erfahren, wie dich Placos bei der Vorbereitung auf diesen Test optimal unterstützen kann. Mit dem Online-Komplettpaket für die Pflegeassistenz. Du wirst in diesem Video erfahren, wie die Online-Vorbereitung mit dem Komplettpaket funktioniert. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Sprechen wir erst einmal darüber, wie das Aufnahmeverfahren an einer Pflegeassistenzschule abläuft. Natürlich steht an erster Stelle die Bewerbung deinerseits. Innerhalb der angegebenen Bewerbungsfrist kannst du deine Bewerbung einreichen bzw. dich für diese Ausbildung damit anmelden. Wenn du die Voraussetzungen für eine Einstellung erfüllst und eine ansprechende Bewerbung einreichst, dann wirst du eigentlich auch immer zum Online-Verfahren eingeladen. Und dieses ist ein automatisiertes Verfahren. Du bekommst also eine Information über die weiteren Schritte. Das erfolgt eigentlich, wenn die Bewerbungsphase abgelaufen ist. Dann werden die Unterlagen gesichtet und interessante Kandidatinnen und Kandidaten werden zu diesem Test eingeladen. Wenn du also seitens deiner Schule einen Begriff erfährst wie automatisiertes Online-Verfahren oder standardisiertes Aufnahmeverfahren, dann meint man damit den Aufnahmetest an der Pflegeassistenzschule. Aber was muss man für diesen Test eigentlich wissen? Die Fragen kommen aus unterschiedlichen Bereichen. Gefragt wird nach dem Sprachverständnis, enthalten ist ein sozialer Intelligenztest, aber auch logisches Denkvermögen wird gefragt. Enthalten ist außerdem immer eine Aufgabe zum Textverständnis, sowie ein Rechentest und Aufgaben wie Zahlen vergleichen. Und wenn du dich jetzt an dieser Stelle schon fragst, wie bin ich da eigentlich aufgestellt, dann habe ich eine sehr gute Möglichkeit, wie du dich jetzt einmal selber einschätzen kannst. Gehe dazu einfach auf den ersten Link unter diesem Video in der Beschreibung. Das ist eine Website von Placos. Dort erfährst du mehr über den Online-Testtrainer für den Aufnahmetest und du erhältst darin auch eine kostenlose Möglichkeit, dein Wissen auf die Probe zu stellen mit einem eigenen Test mit genau diesen Aufgaben. Du durchläufst auf dieser Website einfach eine Aufgabe nach der anderen und erhältst am Ende deine Auswertung. Du wirst dann erfahren, wie du in diesem Test abgeschnitten hast. Das ist eine sehr gute Möglichkeit, um eine erste Einschätzung zu bekommen, wie du momentan aufgestellt bist. Gehe dazu einfach unter dieses Video in die Videobeschreibung und sieh dir darin den ersten Link an. Das Testergebnis dieses Aufnahmetests ist sehr wichtig. Es entscheidet darüber, welche Kandidatinnen und Kandidaten für eine Ausbildung in Frage kommen. Eine gründliche Vorbereitung lohnt sich also auf jeden Fall, denn jeder muss diesen Test durchlaufen. Es gibt da keine Abkürzung. Und an dieser Stelle kommt für dich Placos ins Spiel. Denn Placos kann ich mit Hilfe des Online-Komplettpaketes für die Pflegeassistenz Österreich richtig gut auf diesen Test vorbereiten. Mit dem Online-Komplettpaket kannst du jeden Bereich dieses Tests trainieren. Für jeden Bereich wie Sprachverständnis, Textverständnis oder ein Rechentest, soziale Intelligenztests, für all diese Bereiche findest du darin Übungsaufgaben sowie Erklärungsvideos, natürlich alles mit Musterlösung und mit ausführlichen Erklärungen, sodass du jeden Aufgabentyp auch verstehst. Für jeden Testbereich gibt es darin eine Menge an Aufgaben, die du so lange trainieren kannst, bis du dich richtig sicher fühlst. Du kannst einfach jeden Testbereich so oft wiederholen, so oft dir erklären lassen, wie du möchtest, sodass du am Ende richtig gut vorbereitet bist, genau weißt, was dich in deinem Test erwartet und einfach mit einem sicheren Gefühl reingehst. Das Praktische bei Placos, du lernst online. Du kannst von zu Hause auf deinem PC oder Tablet, aber auch unterwegs auf deinem Smartphone für diesen Test üben. Ab jetzt also ortsunabhängig und auch wenn du mal kurz Zeit hast. Denn schnell das Smartphone in der Hand, die Placos-App öffnen und ein paar Fragen trainieren.
dazu noch ein Erklärungsvideo ansehen. Das alles auf ein paar Minuten. Du kannst einfach auch Zeiten im Bus oder in der Bahn jetzt nutzen, um dich auf deinen Test vorzubereiten. Plakos bietet dir für jeden Bereich des Tests Aufgaben in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen, sodass du auch optimal einsteigen kannst, wenn dir ein gewisser Aufgabentyp einfach noch gar nicht liegt. Und die Aufgaben werden erst dann schwieriger, wenn du viele Aufgaben richtig beantwortest. Dann erhöht sich das Schwierigkeitslevel. Wir holen dich also genau da ab, wo du bist. Die beste Vorbereitung auf den Aufnahmetest ist es einfach, wenn man schon einmal ähnliche Aufgaben gesehen und trainiert hat. Du weißt einfach am Ende, was dich im Test erwartet, gehst mit einem besseren Gefühl rein und lieferst am Ende ein besseres Ergebnis ab. Alle Informationen zum Online-Paket findest du unter diesem Video in der Videobeschreibung. Gleich der erste Link ist ein Link zum Online-Komplettpaket. Bei Plakos gibt es kein Abo. Du zahlst nur einmalig für deinen Zugang. Dann hast du Zugriff zu allen Testbereichen an einem Ort und das Ganze auch von unterwegs aus abrufbar mit der Plakos-App. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und wenn du diesen YouTube-Kanal abonnierst für weitere Videos. Anschließend kannst du natürlich auch gerne deine Frage unter dieses Video als Kommentar schreiben, wenn du eine Frage zum Aufnahmetest oder dem Produkt von Plakos hast. An dieser Stelle wünsche ich dir schon einmal viel Erfolg bei deiner Vorbereitung auf den Aufnahmetest, alles Gute mit deiner Bewerbung und natürlich, ich freue mich auf dich im nächsten Video. Bis bald, gesund bleiben, dein Lukas.